Hi und willkommen zum zweiten Teil. Ja, zuletzt war ich stehen geblieben bei und damit war meine Gaming-Karriere erstmal beendet. Ja, aber dann, weil ich sehr viel die Sims gespielt hatte, war es so, dass ich zu meinem Cousin gegangen bin, der damals dann schon den nächsten Sims-Teil hatte und was ich dann viel spannender schon angefangen habe zu finden. Also ich dachte, es sei der nächste Teil, dabei war es nur eine Erweiterung des Sims Hokus Pokus und das hat mich damals als Kind total begeistert und dann habe ich halt da, war ich halt oft da und die hatten Gameboys, meine Cousins, aber ich glaube alle. Und dann habe ich halt mit diesem Gameboy ein bisschen gespielt und das war wow. Ich war sowas von weg. Auf jeden Fall habe ich mir dann zu meiner Firmung einen Gameboy merken. Unterschied zu dem, was ich dann bekommen habe, gewünscht. Und dann hatte ich, nee, meine Kommunion, Firmung war ja viel später. Habe ich mir aber auch lustigerweise ein Gameboy gewünscht, jetzt wo ich gerade drüber nachdenke. Ja, das hat sich dadurch gezogen. Und dann hatte ich halt meine Kommunion und habe da dann halt den Gameboy Advanced damals bekommen, plus Pokémon und Mario. Also Pokémon habe ich dann sowohl die Blattgrüne als auch die Feuerrot. Ich habe dann mit Mario angefangen und war so, ja, habe schon gut gefunden. Und dann habe ich Pokémon eingelegt, die Feuerrote Edition für den Game Boy Advance. Und das Spiel habe ich durchgesuchtet. Am Ende hatte ich habe damals meine Pokémon immer je nachdem, also ich habe es dann sowohl auf dem Advance habe ich dann die Blattgrüne als auch die Feuerrote immer parallel gespielt, damit ich, falls ich jemals die Möglichkeit habe, Pokémon tauschen kann. Aber wie habe ich das damals gemacht? Ich hatte auf jeden Fall das Link-Kabel, aber ja. Nee, weiß jetzt, wie es ging. Kann ich nachher darauf eine Antwort geben. Ja, dann hab ich die gespielt, ich habe es geliebt, ich habe wirklich gefühlt, ja, ich habe es gefühlt, mein halben Tag damit verbracht, Pokémon zu fangen und zu trainieren. Und irgendwann hatte ich dann sogar einen Glurak auf Level 100. Und sogar noch mehr. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht mehr. Und dann kam aber diese blöde Tauschgeschichte, wenn man die ein Pokémon da nicht. Und ich wollte immer einmal das Dex nur voll haben. Nur einmal in meinem Leben. Ja, und dann habe ich dann halt. War es dann so, dass ich dann irgendwann zu einem etwas späteren Zeitraum Geburtstag hatte. Und dann gab es den SP, das, warte mal ganz kurz, entschuldigt. Ich muss mal ganz kurz googeln. Ich habe so viele von diesen Teilen, da kommt man irgendwann echt nur noch durcheinander. Wie hieß denn jetzt der Nachfolger? Ja, irgendwann nach dem Gameboy hatte ich den Gameboy Advance SP. Das war dann der war dann viel kleiner zum Auf- und Zuklappen. Der sah ein bisschen aus wie ein Handy. Und ja, und dann habe ich immer auf dem SP die Blattgrüne gespielt und auf dem Advance die Feuerrote. Da habe ich unteren und mit mir selber habe ich dann Pokémon-Tausch gemacht. Und hab dann mal, und welche auch noch, weil ich einmal auch alle Starter haben wollte, habe ich dann immer so, nur so weit gespielt, bis man dann zum ersten Mal tauschen konnte. Und habe dann immer wieder das Spiel neu gestartet und nochmal neu und nochmal neu. Und irgendwann hatte ich dann tatsächlich im Dex alle Pokémon und hatte sogar die Top 4. Aber nur beim ersten Durchgang. Beim zweiten war es mir zu anstrengend, weil ich habe ja bloß Glurak gelevelt. Hätte ich vielleicht anders machen. Musste ich dann beim späteren, als ich älter wurde, habe ich es dann anders gemacht. Ja, dann habe ich die Soul Silver Variante vom nächsten Pokémon-Spiel dann mir dann geholt.
Und ja, und dann kam die Sims 2. Das war wieder so ein Meilenstein in meinem Gaming-Leben. Und mein PC, den ich von meinem Papa bekommen habe, war tatsächlich sogar noch so leistungsstark, dass er die Sims 2 gepackt hat, was gar nicht mal so selbstverständlich zu der Zeit war. Weil oft war es so, dass man dann über Generation, also dass man gefühlt über Generationen von Spielen dann wechseln musste. Und ja, aber meiner hat damals noch die Sims 2 geschafft. Und ja, dann habe ich die Sims 2 angefangen zu spielen und ich bin so auf diesem Spiel hängen geblieben. Es war unglaublich. Also ich habe die Sims 2, als ich damals angefangen habe zu spielen, habe ich so geliebt, als ich damals dann den Cheatcode entdeckt habe, wie man Geld, wie man in die Sims 2 mit Motherload mehr Geld kriegt. Da war es wirklich vorbei bei mir. Da bin ich dann stundenlang nur noch gesessen. Und ja. Und so habe ich dann halt immer Gameboy-Spiele gekauft, habe aber eigentlich gar nicht so viele Gameboy-Spiele für den Advance tatsächlich, wenn ich so drüber nachdenke. Habe dann auch alte Spiele noch, sowas wie die gelbe und die rote Edition habe ich. Die blaue habe ich, glaube ich, nicht. Aber da bin ich mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Sollten wir vielleicht sein, aber ja. Und dann die silberne habe ich auf jeden Fall. Deswegen habe ich ja dann Soul Silver mir auch ausgesucht, weil ich dann wissen wollte, wie sie das abgedatet haben. Ja, und dann kam der nächste Meilenstein in meiner Geschichte vom Gaming. Ich habe mir ein Spiel für den PC mit Controller gekauft. Und habe dann auch von irgendwem mir einen Controller geliehen, übergangsweise, und ich bin himmelhoch, aber himmelhoch habe ich versagt in dem Spiel damals. Ich bin gefühlt nicht mal vom Startpunkt weggekommen und ich war so gefrustet. Ich habe den Controller dann zurückgegeben und habe gesagt, Controller sind der größte, den es gibt. Ich will nie wieder mit einem Controller was zu tun haben. Und ja, dann war es dann aber so, dass ich ja wie gesagt viel Pokémon und viel Sims gespielt habe. Und dann kam für mich damals zu der Zeit ein einschneidendes Erlebnis. Meine ältere Schwester ist ja bei uns eingezogen. Und die hat halt auch gesehen, wie viel Zeit ich mit meinem PC, mit dem Spiele spielen und mit allem verbringe und wie sehr da mein, wie ich, wie viel ich da eine Leidenschaft habe. Weil ich habe wirklich teilweise, ich habe damals immer auf dem Wohnzimmertisch gesessen und dann saß ich halt wirklich so da. Sie hat mir erzählt, wie ihr Tag war und ich so, ja, cool, voll, ich fühle das, ich fühle das. Nein, Durak! Und so Sachen. Und ich habe ihr schon zugehört. Das ist nicht die Frage. Ich habe zugehört und ich konnte ihr dann auch immer genau, wenn sie gefragt hat, hast du mir überhaupt zugehört, konnte ich genau wiedergeben, was sie gesagt hatte. Aber ich war halt parallel immer am Spielen. Oder wie es mein Papa immer gesagt hat, und daddelst du wieder? Und ich immer so, nein, ich spiel! Ja, und dann war Zeit, dass ich. Hatte ich in dem Zeitraum irgendwann auch Geburtstag. Und dann sind wir uns damals war unser Lieblingsladen, zu dem wir immer zum Einkaufen gegangen sind, der hat damals dann geschlossen. Und wir haben einen neuen gebraucht und dann sind wir zum Kaufland. Und dann war es so, dass wir da durch das Kaufland gelaufen sind. Und dann habe ich eher durch Zufall, weil meine Mom halt gesagt hat, geht euch umgucken und so, dann sind halt meine Schwester und ich zur Multimedia-Abteilung und haben da geguckt, wo ich damals noch nicht mal wusste, was Multimedia heißt. Und ich dachte halt, da man kann Filme, DVDs. Das war damals schon eine Sammelleidenschaft und da wollte ich halt eine neue DVD. Und dann hatte ich so eine DVD in der Hand, auf der drauf stand die Sims 2. Da bin ich so dagestanden. Dann stand da oben im Eck PlayStation 2. Und mich noch mehr so dagestanden. Dann habe ich so überlegt, was ist das? Es war für mich ja damals noch völlig
nie was davon gehört. Niemand im Umfeld, der wirklich Gaming betrieben hat. Außer meinen Cousins, aber bei denen, also die älteren Cousins, denn ihre Zimmer hätte ich nicht betreten, zudem, weil da war es wirklich unordentlich. Und ja, da war so gefühlt, musste sich eine Schleiße, wir hätten eine Schneekarren gebraucht, also damit man manchmal über den Boden gekommen ist. Nicht umsonst hat meine Tante immer alles, was auf den Boden liegt, wird verschenkt oder weggegeben oder weggeschmissen. Unter anderem auch das einzige Spiel von meinem Cousin, auf das ich so neidisch war, nämlich Bugs Bunny. Und das Spiel habe ich so geliebt und so gern gespielt. Und das habe ich mir gefühlt 500 Mal bei ihm geliehen. Und dann irgendwann hat er es wohl auf dem Boden liegen lassen und dann war es weg. Und ich war wirklich, als ich dann das erfahren habe, war ich so, es hat schon sehr reingehauen. Ich war dann so, Bugs Bunny. Jetzt Jahre später habe ich es mir jetzt tatsächlich zu einem Mini-Preis gekauft, weil wie gesagt, ich habe das Spiel geliebt. Und jetzt habe ich es. Jetzt kann es mir auch keiner mehr nehmen. Habe ich das jetzt hingeschmissen? Ich muss echt aufhören. Oh. Naja. Auf jeden Fall stand da, wie gesagt, PlayStation drauf. PlayStation 2. Und dann habe ich zu meiner Schwester gesagt, du, was ist eine PlayStation? Und sie so, ja, dann sind wir durch den, sind wir weiter durch den Laden gelaufen. Und dann war ich da vor dieser Kiste. Und ich könnte euch schwören, dass ich in dem Moment, als ich dieses Objekt der Begierde gesehen habe, dass Engelschöre aufgesungen haben, dass die Wolken aufgebrochen sind und ein heller Lichtschein auf diese Konsole geschienen hat. Ja, übertreiben muss ich es auch nicht, aber es fühlte sich so an. Und dann habe ich sie gesehen, die PlayStation 2, damals mit zwei Controllern direkt, eine Speicherkarte und im Bundle. Und dann stand auf der Verpackung, weil es damals, ey, das war echt so ein Dusel, auf der Verpackung stand Normalpreis 200. Aber der Laden hat damals das reduziert gehabt. Also da war ein Rabatt schon drauf und dann war es nur noch bei 100 irgendwas, also bei 100. Also fast 50% Rabatt gab es auf den. Und dann hat meine Mom noch durch Zufall einen 50% Rabatt-Coupon gehabt. Und dann war es, glaube ich, bei 50, 60 Euro um den Dreh war es. Und dann hat meine große Schwester zu mir gesagt, naja, ich hätte ja bald Geburtstag. Oder nee, ich hatte, jetzt bin ich mir nicht sicher, also entweder ich habe oder ich hatte gerade Geburtstag. Aber auf jeden Fall hat sie dann gesagt, du weißt was, ich schenke dir die. Und ich war so, und war voll, ich war so aus dem Häuschen. Und dann meine Mom hat es dann also mitbekommen und hat dann so gesagt, ja, aber das ist doch viel zu viel. Und dann haben die das, irgendwie haben die das dann hinter den Kulissen miteinander verkabbelt. Und dann hat meine Mom gesagt, ja gut, und dann legt sie halt noch die Sims, das Spiel drauf. Die Sims gestrandet. Die Sims 2 gestrandet. Und ich will nur so viel sagen. Ich habe zwar geschworen, ich will nie wieder mit einem Controller spielen, aber danach war ich dann, habe ich dann Controller-Spiele doch wieder gemocht und vor allem die PlayStation. Ich liebe meine PlayStation bis heute. Aber ich bin dann auch gestrandet und zwar bei The Sims gestrandet. Ich habe dieses Spiel hoch und runter gespielt. Ich habe da Stunden damit verbracht. Meine damals beste Freundin Becky und ich, wir sind dann auch zusammen da gesessen, weil man konnte damit zwei Leuten spielen und haben zusammen die Sims 2 gespielt. Dann irgendwann später habe ich mir dann noch das Rätselspiel, wo man auf diesen Buzzer drücken konnte, gekauft. Dann haben wir dann teilweise, habe ich meine ganze Familie genötigt mitzuspielen. Dann haben wir da Bass gespielt und ja. Da haben wir verschiedene Bass-Varianten, Pop, Serien, Filme, Sport, also wir hatten eine Menge Bassspiele, wenn ich so drüber nachdenke.
Dann habe ich SingStar noch gekauft dafür. Also ich habe die PlayStation 2 wirklich hoch und runter gespielt, wie nichts anderes. Und damit hat dann meine Gaming-Karriere auf Konsolen angefangen. Aber die Geschichte ist noch lange nicht vorbei, aber meine Zeit ist jetzt um. Ich, wie gesagt, versuche immer um die fünf, nicht und weit ein bisschen unter 20 Minuten zu bleiben. Und deswegen sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, wie ihr das seht. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an diebell.redmeatoutlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.